Wenn wir der sozialen Fragmentierung und dem Sozialdumping in Europa ein Ende setzen wollen, sollten die Mitgliedstaaten sich so schnell wie möglich und spätestens beim Göteborg-Gipfel im November auf die europäische Säule sozialer Rechte einigen. Ich bleibe davon überzeugt, damit Europa gelingt, darf es den Arbeitnehmern nicht die kalte Schulter zeigen. The EU is not a market or a currency. Those are instruments. It's not just about consumers who consume. It's about citizens, real people, who try to make a living, getting their kids through school, struggling for a better future. I think Europe has a role in protecting and strengthening the rights of all our people. And we are not a day too late to do so. We are well on track towards the proclamation of the European Pillar of Social Rights by the three EU institutions. This will send a strong political signal for our citizens that Europe shares important social values and stands ready to defend a vision for a fair society now and in the future. We want a European Union where everyone has a chance in life and can rely on minimum standards enshrined in the European Pillar of Social Rights. And we work towards a better labor market where fairness is more than just a nice word. Nationale Sozialsysteme werden noch lange unterschiedlich und eigenständig bleiben. Doch wir sollten uns zumindest auf eine Europäische Union der Sozialstandards verständigen, in denen es einen Konsens darüber gibt, was in unserem Binnenmarkt sozial fair und was in unserem Binnenmarkt sozial unfair ist.